an alle. Wir stehen gerade auf dem Weltacker und ich möchte euch zeigen, was der Unterschied ist zwischen einem Sandboden, der wenig Humus hat, und einem Sandboden, wie hier auf dem Weltacker, der viel Humus hat. Und wie ihr hier sehen könnt, färbt Humus den Sandboden schwarz, so gräulich schwarz. Und um jetzt rauszufinden, wie viel Humus im Boden hier steckt, müssen wir ein Würstchen rollen, um die Bodenart zu bestimmen. Und was das genau ist, erfahrt ihr im Bodenseminar, immer mittwochs hier auf dem Weltacker. Und das ist ganz einfach, könnte man vielleicht noch aus den früheren Zeiten, dass man ein Würstchen rollt und schaut, wie dünn man das ausgerollt bekommt. Und anhand dieser Formbarkeit und ob es bricht oder nicht bricht, kann man dann sagen, wie der Humusgehalt im Boden ist und damit berechnen, wie viel CO2 im Boden steckt. Und wenn ihr wissen wollt, wie viel CO2 hier im Weltacker steckt, dann kommt vorbei. Bis dann! Falls euch dieser Beitrag gefallen hat oder ihr einfach nur unser Projekt unterstützen wollt, dann folgt uns doch bitte auf Facebook, Instagram, Twitter oder checkt mal unsere Website. Und vergesst bitte nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren.